Hey ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute zeige ich euch die Fly Pink Box bei Condor. Und wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat und ihr auch was Schönes gewinnen möchtet, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Die Fly Pink Box bei Condor ist eine Limited Edition. Das heißt, ihr könnt die einmalig kaufen. Die kostet 29,95 € und ich verlinke sie euch in der Infobox. Ihr bekommt hier 11 Beauty-Produkte mit einem Wert von über 100 €. Aber das Tolle ist jetzt, mit dieser Box unterstützt ihr die Brustkrebs Deutschland e.V. Denn die Erlöse dieser Box werden an die Brustkrebs Deutschland e.V. gespendet. Das finde ich eine richtig tolle Idee, denn dadurch betreibt ihr nicht nur Selbstfürsorge, sondern auch Vorsorge und unterstützt einen guten Zweck. Also Win-Win-Win, finde ich richtig toll. Ich zeige euch jetzt, was da drin ist, wünsche euch ganz viel Spaß und ihr habt die Möglichkeit, zwei Boxen zu gewinnen, also zwei Gewinner von euch. Zusätzlich auch noch mit ein paar schönen Merchandise-Artikeln, denn Condor hat sich da ganz viel überlegt. Wir starten einfach direkt mal mit dem Booklet, was ihr in der Pinkbox findet, mit näheren Infos zu der Aktion. Das finde ich nämlich richtig cool. Am besten lese ich euch das einfach mal vor, damit ihr euch das mal genauer vorstellen könnt. Wir bei Condor folgen einem Kompass, auf den wir uns immer verlassen können: unsere Leidenschaft. Wir lieben, was wir tun, seit dem ersten Tag und jeden Tag aufs Neue. Unsere Gäste zu den schönsten Orten der Welt zu fliegen, ist dabei nicht unsere einzige Herzensangelegenheit. Mit ebenso viel Leidenschaft setzen wir uns seit Jahren für Fly Pink ein. Die Initiative der Luftfahrtindustrie unterstützt weltweit Organisationen, die sich für die Erforschung, Vorsorge und Behandlung von Brustkrebs einsetzen. Unsere Flugzeuge tragen bereits gelbe, rote, blaue, grüne und beige Streifen. Ab sofort trägt eines unserer Flottenmitglieder noch eine andere Farbe: pinke Streifen. Sie stehen für unsere Solidarität, für großen Mut und für die unermüdliche Hoffnung tausender Betroffener und ihrer Unterstützer. Auch unsere Crews tragen auf Wunsch pinkfarbene Accessoires. Unser Fly Pink Plane, jedes pinke Halstuch und jede pinkfarbene Krawatte tragen unsere Botschaft in die Welt: wir fliegen gemeinsam gegen Brustkrebs. Hier könnt ihr mal sehen, wie das Flugzeug ausschaut. Ein wichtiger Teil der Vorsorge ist es, sich Zeit für sich zu nehmen. Selbstfürsorge ist ein essentieller Bestandteil der gesunden Vorsorge, weil sie hilft, das körperliche und geistige Wohlbefinden langfristig zu erhalten. Nehmt euch die Zeit für euch und für eure Gesundheit. Eine richtig tolle Botschaft. Wusstet ihr, Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau im Alter von 35 bis 55 Jahren? Jährlich erkranken in Deutschland ca. 69.000 Frauen neu an Brustkrebs. Je früher eine Brustkrebserkrankung entdeckt wird, desto geringer sind möglicherweise die notwendigen Eingriffe und desto größer sind die Heilungschancen. Aber es sind natürlich auch Männer betroffen. Ich meine um die 1%. Wenn ihr weiter unterstützen wollt, tut ihr das bereits mit dem Kauf dieser Fly Pink Box. Da sagen die schon mal vielen Dank. Die Erlöse werden an Brustkrebs Deutschland e.V. gespendet. Im Condor Shop und bei uns an Bord findet ihr zahlreiche Fly Pink Artikel, um gemeinsam mit uns ein Zeichen zu setzen. Die Erlöse aus dem Verkauf werden ebenfalls an Brustkrebs Deutschland e.V. gespendet. Und weitere Informationen zum Thema Prävention und auch Früherkennung findet ihr online unter Brustkrebs Deutschland e.V. Der QR-Code zu der Webseite ist hier auch direkt noch hinterlegt. Dann finden wir hier auch eine kleine Safety Card, und zwar mit einem Health Self-Check, dass man sich selber abtasten kann. Und zwar: Selbstfürsorge ist der Schlüssel zu einem gesünderen Leben. Dazu gehört auch das regelmäßige Abtasten der eigenen Brust. Circa 80% der Brustkrebsfälle können diagnostiziert werden, weil Frauen selbst eine Veränderung ihrer Brust feststellen. Früherkennung ist hierbei entscheidend. Und da habt ihr eine genaue Anleitung, wie ihr euch die Brüste auch abtasten könnt. Und natürlich auch nochmal ein QR-Code für weitere Informationen. Natürlich ist nicht jede Veränderung und jeder Knoten automatisch Brustkrebs, aber man sollte alles möglichst abklären lassen, weil man es halt nicht weiß, ne? Das Thema ist so wichtig, dass man frühzeitig etwas erkennt, dass man eben regelmäßig zur Vorsorge geht, sich aber auch selbst abtastet. Deswegen finde ich es ganz toll, dass dadurch einfach ein Bewusstsein nochmal zusätzlich geschaffen wird. Ihr Lieben, das waren erstmal ein paar Informationen zu dem Bereich Vorsorge. Ihr könnt alles nochmal in der Infobox nachlesen. Da verlinke ich euch auch die Seiten dazu. Ich verlinke euch auch den Condor Shop. Da könnt ihr auch noch ein paar Merchandise-Artikel kaufen, wenn ihr möchtet. Die Erlöse werden auch an Brustkrebs Deutschland e.V. gespendet.
Und ihr könnt auch davon etwas gewinnen. Zum Beispiel gibt es einen Schreibblock, Kugelschreiber, so ein paar Kleinigkeiten. Ein kleines Paket im Wert von 30 € ist auch noch mit im Lostopf. Und zwar können zwei von euch ein richtig schönes Paket gewinnen, bestehend aus der Fly Pink Box bei Condor und auch ein paar Merchandise-Artikel. Da sage ich besten Dank an Condor, das freut mich immer sehr. Die Details zum Gewinnspiel findet ihr in der Infobox. Und dann zeige ich euch jetzt, welche Beauty-Produkte da drin sind. Als erstes haben wir schon mal einen richtigen Kracher von Barbour, und zwar eine Vitalizing Cream aus der Skinovage Linie. Die soll speziell müde und regenerationsbedürftige Haut wieder in Schwung bringen. Ich finde, das hört sich richtig gut an. Da ist ein Papaya-Extrakt, Algin und ATP drin, und das hilft, die Feuchtigkeitslevel der Haut zu verbessern und Aktivierungsprozesse der Haut zu fördern. Die Pflege soll die Haut verfeinern und das Hautrelief stärken und schützen. Die hat einen Wert von 23,90 Euro und kommt in 15 Milliliter. Finde ich ein richtig schönes erstes Pflegeprodukt. Als nächstes haben wir eine reichhaltige, straffende Körpercreme von der Marke Jean Darcel. Und hinten drauf schreiben sie, es ist eine Komfortcreme mit straffenden Pflanzenextrakten. Das hört sich richtig gut an. Die hat einen Wert von 6,90 Euro und ich werde die direkt mal ausprobieren. Mal gucken, wie die so von der Konsistenz ist und ob die auch nach Pflanzen duftet. Wow, die riecht richtig angenehm, leicht süßlich, nach einer tollen Körperpflege, aber nicht nach Kräutern. Ich hätte jetzt bei Pflanzenextrakten gedacht, dass es vielleicht so ein bisschen kräuterig riecht, weil viele straffende Produkte haben ja so einen Kräutereffekt. Aber das zum Glück nicht, sondern die riecht richtig schön, dass man sich wohlfühlt. Wenn sie jetzt zusätzlich noch einen straffenden Effekt hat, finde ich das auf jeden Fall große Klasse. Und übrigens bekommt jeder die gleichen Produkte. Dann wisst ihr schon mal, worauf ihr euch freuen könnt. Dann habe ich hier eine sehr interessante Tuchmaske von Frau Schmitz Beauty, und zwar eine Dekolleté-Tuchmaske Bye Bye Knitterfältchen. Die Dekolleté-Maske mit Soforteffekt polstert feine Fältchen auf, versorgt die Haut mit viel Feuchtigkeit und verleiht ihr einen tollen Glow. Das Vlies ist getränkt mit einem Serum aus Hyaluron, Herber Glow, schwarzer Maulbeere und Panthenol. Die perfekten Zutaten für ein schönes Dekolleté in nur 20 Minuten. Das hört sich richtig spannend an, werde ich auch gerne mal ausprobieren. Ich glaube, sowas habe ich noch nie getestet und auch noch in keiner Box gehabt. Finde ich toll, dass es mal was richtig Innovatives ist. Für den perfekten Self-Care-Moment darf natürlich auch ein schönes Bad nicht fehlen. Und da haben wir hier ein richtig tolles mit dabei, und zwar von Kneipp Lieblingsmensch. Das kann man auch richtig schön verschenken, wenn ihr jetzt keine Badewanne habt. In der Duftrichtung Hibiskus und Feige, das sind so Badekristalle. Das riecht total schön. Noch dazu ist das Badewasser dann auch so leicht rosa. Und ich mag die einfach mega gerne. Und ich finde das gerade sehr, sehr passend für diese Box. Dann haben wir für die perfekte Beauty-Routine auch ein paar Haarpflegeprodukte dabei, und zwar von der Marke Nuki Care Essentials, ein Shampoo und die passende Spülung mit dazu. Diese Marke ist vegan, verzichtet komplett auf Duftstoffe, ist mikroplastikfrei, und ich habe schon einiges davon getestet. Die sind super natürlich, sehr gut verträglich und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und zu dem Nuki Shampoo Natural schreiben sie, dass es eben dem Haar natürlichen Glanz verleiht und vor dem Austrocknen schützt, ganz ohne chemische Zusätze. Die vegane Formel mit Panthenol spendet wohltuende Feuchtigkeit und beugt Spliss vor. Inulin aus der Chicorée-Wurzel umhüllt das Haar sanft und macht es weich und leicht kämmbar. Schluss mit gereizter Kopfhaut. Also das ist wirklich eine ganz sanfte Pflege, nicht so beschwerend und ohne viel Tamtam. Und genau das gleiche gilt auch für den Conditioner. Das ist der Pure Hydrator mit Betain. Und zwar ist er die perfekte Ergänzung zum Shampoo. Mit dem nachhaltigen Nuki Conditioner schenkst du trockenen Haaren einen intensiv pflegenden Feuchtigkeitsboost. Die natürliche Formel legt sich wie eine Schutzschicht über dein Haar. Natürliches Betain spendet pure Feuchtigkeit und verleiht deinem Haar Glanz und Geschmeidigkeit. Trockene Kopfhaut, Juckreiz und Rötungen gehören der Vergangenheit an. Beide Produkte haben Wert von 8,95 Euro und sind natürlich die perfekte Ergänzung für eine rundum gelungene Beauty-Pflege-Selfcare-Box. Dann geht's weiter mit Lippenstift. Und zwar haben wir hier den Hydramatic Matte von Avon drin. Und zwar in einem schönen Moth-Ton. Der nennt sich auch Hydra Moth. Werde ich mir direkt mal auftragen und euch zeigen, wie die Farbe ausschaut. Ich hatte schon mal so einen Lippenstift, die sind total cool. Da ist in der Mitte so ein feuchtigkeitsspendender Kern. Schaut mal, so sieht der aus. In der Mitte ist so ein Kern. Und dazu schreiben sie eben, intensiv matt
und gleichzeitig feuchtigkeitsspendend. Mit über 50% feuchtigkeitsspendenden und hautschützenden Inhaltsstoffen hält der Lippenstift stundenlang. Der Hyaluronkern pflegt intensiv und verleiht deinen Lippen ein volleres, glatteres Aussehen in 15 tollen Farben erhältlich. Aber jeder bekommt diese Farbe Hydra Morph. Das ist natürlich super schön, dann wisst ihr auch, wie die Farbe ausschaut. Und ich glaube, dass die wirklich jeder gut tragen kann, weil das echt so ein universeller Ton ist. Ich swatche es mal gerade. Wow, das ist eine richtig schöne Farbe. Ich glaube, die steht sehr vielen. Ich werde die mir direkt mal auftragen. Ich hatte mir ja anlässlich dieses Thema ein bisschen versucht, pinke Lippen zu schminken, aber im Alltag trage ich natürlich schon eher solche Farben. Deswegen finde ich das richtig gut gewählt. Ist eine wunderschöne Farbe, die, glaube ich, ganz vielen stehen wird. So ein richtig toller Morph-Ton. Könnt ihr einfach noch mit dem Lip Liner ein bisschen spielen. Ich habe jetzt noch ein bisschen was von meinem pinken Lip Liner dran gelassen. Könnte man aber auch sehr gut einfach so einen Rosenholzton nehmen, den bestimmt viele von euch auch zu Hause haben. Und der riecht total fantastisch. Der riecht voll fruchtig, hat einen Wert von 10,99. Und wie gesagt, jeder bekommt diese Farbe in der Fly Pink Box. Und übrigens schreiben die auch, wir sind die Beauty-Marke, die Frauen stärkt. Bei Avon bedeutet Schönheit mehr als Mascara, es ist Empowerment. Wir setzen uns für die Stärkung von Frauen ein, von finanzieller Unabhängigkeit bis hin zum Schutz vor Gewalt und für Brustgesundheit. Brustkrebs bleibt die häufigste Krebserkrankung für Frauen. Unsere Mission: Bewusstsein schaffen, Frauen sensibilisieren und Mut machen. Wir informieren über Vorsorge, um Wandel zu bewirken. Bisher konnten wir 951 Millionen US-Dollar spenden, 180 Millionen Menschen informieren und Brustscreenings für 17 Millionen Frauen weltweit finanzieren. Oh, das ist natürlich richtig gut. Kann man sich auch auf avon.de nochmal weiter informieren. Also auch dazu findet ihr jegliche Informationen in diesem Heftchen. Das finde ich wirklich toll gemacht. Das war es aber noch nicht mit Make-up-Produkten. Es geht weiter mit Make-up Coach. Und zwar haben wir hier einen Lidschattenstift mit dabei. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Das ist ein Gel-Lidschattenstift für einen Look zum Verlieben. So schaut der aus. Oh, der sieht ja super aus. Das ist so ein ganz schönes, helles Rosa. Wow, richtig schön. Ich swatch den auch mal. Guck mal, das sieht richtig gut aus. Das ist eine richtig schöne Farbe. Oh, ich glaube, die kann ich mir direkt mal auftragen, denn ich habe noch keinen Glitzer drauf. Könnte man einfach hier so aufs Lid auftragen. Schaut mal. Und dann einfach mit dem Finger ein bisschen verblenden. Das geht natürlich super quick and easy. Also das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Der hat einen Wert von 12,90 € und den bekommt auch jeder in der Box. Für einen Look zum Verlieben, die feinen Glitzerpartikel in dem Gel-Lidschattenstift lassen deine Augen glitzernd erstrahlen. Einfach Akzente setzen oder direkt mit dem Finger verteilen. Danach ist er wischfest. Das ist natürlich super. Also diese Farbe gefällt mir mega gut. Ich werde das direkt auch mal aufs andere Auge auftragen. Und der fühlt sich total schön kühlend an, als ob man mit so einem kühlenden Stift über das Lid geleitet. Das fühlt sich total mega an, muss ich echt sagen. Ja, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass der so cool ist. Also so eine Farbe und so einen Stift habe ich auch noch gar nicht. Schaut mal hier, ich weiß nicht, ob ihr das hier besser sehen könnt. Oder auf meinen Augen. Also eine richtig tolle Farbe, ein richtig schönes Produkt. Ich kenne so ein paar Produkte von Make-up Coach, aber das kannte ich tatsächlich noch nicht. Es nennt sich Rogoco, also ein richtig cooles Produkt. Also für den Innenwinkel oder auch für das Lid finde ich das eine richtig schöne Farbe. Für den Lippenbogen würde ich es jetzt tatsächlich nicht verwenden, aber so finde ich es wunderschön. Richtig, richtig cool. Dann haben wir hier noch ein paar Lovely Rose Augengel Pads von Schebens. Das sind so ein paar extra lange Pads, die wirken richtig schön abschwellend, vor allen Dingen, wenn ihr die in den Kühlschrank packt. Hier ist Hyaluronsäure drin und Rosenwasser. Und ich sehe ehrlich gesagt immer einen Soforteffekt, wenn ich diese Teile verwende, weil sie die kleinen Linien und Fältchen so ein bisschen aufpolstern. Das ist natürlich kein dauerhafter Effekt, sondern so ein kurzfristiger Soforteffekt. Aber es sieht sofort so ein bisschen geglättet aus und so ein bisschen aufgepolstert und auch gegebenenfalls ein bisschen abgeschwellt, wenn ihr so ein paar Schwellungen hattet. Also ich liebe diese Augenpads, kann die euch total empfehlen. Freue mich immer über Nachschub. Als nächstes haben wir tatsächlich noch Schmuck von Pure Lay hier drin. Das freut mich natürlich sehr, denn ich habe euch ja auch schon ganz viele Pure Lay Videos gezeigt. Also falls ihr meinen Kanal übrigens noch nicht abonniert habt und ihr generell auf solche Beautybox Unboxings steht und auch auf Schmuck, dann macht das sehr gerne, denn ich zeige euch hier immer die neuesten Kreationen. Und hier haben wir jetzt ein kleines Armband.
Das ist ja total süß. Das ist ein Bracelet Awesome Gold. Der wasserfeste Schmuck von Piolet ist inspiriert von Hawaii und dem Aloha Way of Life. Für die festliche Jahreszeit feiern mit Freunden und Familie oder im Alltag mit dem Bracelet Awesome in Gold bist du immer perfekt gestylt. So schaut das aus und meistens kann man die Größe dann hierbei einstellen. Man kann hier einfach daran ziehen und dadurch kann man es ein bisschen enger gestalten. Ich werde es jetzt gerade mal ausprobieren. Das ist super schön filigran, sieht super feminin aus dadurch. Gefällt mir richtig gut, hat einen Wert von 15,90 € und die Variante bekommt auch jeder. Und dann haben wir zu guter Letzt noch eine tolle Abschlusspflege und zwar eine Duschcreme von Dove mit Arganöl. Das soll so eine intensive Pflege sein mit Öl. Habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, aber ich liebe generell die Dove-Produkte, weil die so toll riechen, die Haut immer schön pflegen. Und jetzt bin ich gespannt, wie es duftet. Oh, das riecht total angenehm, super passend für die Jahreszeit. So ein bisschen wärmer riecht das, so ein bisschen nach Vanille und auch floral. Aber sehr, 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 sehr schön. Mit Millionen kleinster Micro-Moisture-Tropfen für ein seidig weiches Hautgefühl. Mit pflanzenbasierten Feuchtigkeitsspendern, mit Arganöl pflegt und schont selbst trockene Haut. Also einfach so eine richtig schöne, intensiv pflegende Duschcreme. Wahrscheinlich wird sie nicht so stark schäumen, das haben solche Produkte generell an sich. Aber dadurch ist die Haut einfach schön gepflegt und nicht ausgetrocknet. Werde ich sehr gerne mal ausprobieren. Ihr Lieben, das war's mit meinem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand, die Box war der Oberkracher. Nicht nur die Produkte waren absolut genial, sondern auch, dass sie auf dieses Thema hinweisen, ein Bewusstsein schaffen für Brustkrebs, dass es um Vorsorge geht. Ich finde, das haben die so schön zusammen verpackt, dann auch noch so tolle Produkte da reingepackt. Wenn ihr sie euch kaufen wollt, schaut in die Infobox, da habe ich sie euch verlinkt. Für 29,95 € bekommt ihr die Box. Das ist eine limitierte Edition, die gibt es einmalig. Da schließt ihr kein Abo mit ab. Das finde ich wirklich toll. Und noch dazu unterstützt ihr durch den Kauf die Brustkrebs Deutschland e.V. Also schaut in die Infobox für alle weiteren Details. Und ihr könnt auch, wie ich euch am Anfang schon versprochen habe, eine Box gewinnen und dazu auch noch ein paar richtig tolle Merchandise-Artikel. Und zwar nicht nur eine von euch, sondern sogar zwei. Schreibt mir einfach einen netten Kommentar, vielleicht welches Produkt euch am besten gefallen hat. Ansonsten schaut in die Infobox, da schreibe ich euch die Details dazu nochmal ganz genau rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, achtet auf euch. Hier verlinke ich euch noch eins meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.